Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Slime Rancher. Und ja, wir sehen es schon da hinten. Wir haben schon wieder Hunger. Wir haben immer Hunger. Jedes Mal, wenn ich diesen Spielstand lade, haben die Slimes einfach Hunger. Jo. Dann kriegen wir jetzt gleich erstmal ein bisschen Futter und dann sind sie hoffentlich auch wieder zufrieden. Ja, von euch rede ich. Wir haben jetzt zwar dieses Dach drauf, aber die können da halt immer noch durch abhauen. Wenn die ein paar Mal gegen die Decke springen, und das schaffen die, wenn da so viele drin sind, dann kommen die da auch durch. Okay, das ist ja noch nicht mal nachgewachsen. Da nicht. Okay. Und hier Chickens. Euch kann ich zumindest mitnehmen, ihr spawnt immer nach. Danke, auf euch ist Verlass. Nicht wie auf die bösen Früchte. Und hier. Oh, Mangos sind auch ein paar da. Da freuen sich die guten Schlangens. Und die Früchte sind nachgespawnt. Okay. Habe ich doch richtig gehört. Ich habe gerade so ein paar Hühner gespawnt. Die können mir entkommen. Wieso? Aha. Wer ist denn da wieder gespawnt? Kommt her. Und da hinten auch. Hier sind noch ein paar. Müssten wir aber nicht alles von hier haben. Ja, sieht so. Okay. Ich habe nichts gesagt. Das Zeug spawnt halt schneller nach, als ich es einsammeln kann. Okay, wir brauchen hier neue Hyäne. Die sind alle drei alt. Ja, müssen wir uns dann später drum kümmern. Sonst gibt es da keinen Nachwuchs mehr. Ja. Okay. Da sind noch drei Junge drin. Nom 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 nom. Ja, durch. Farbe Schleimies. So, jetzt seid ihr zufrieden, gell? Ja. Ich hab da drin sogar noch einen Huhn. Also, hört die erstmal auf. Und ihr. Okay, ihr bekommt ein paar, ihr habt keine mehr. Ja. Ja, gut, da. Noch ein paar mehr. Und den Rest bekommt ihr, aber ihr habt noch Hühner. Also, beschweren dürft ihr euch eigentlich nicht. Ja, jetzt habt ihr ganz viele noch. Oh. Da ist fast alles voll. Ja gut. Da kann nichts mehr eingesaugt werden, wenn einfach schon 100 voll ist. Hm. Ja komm, die kann man auch mal mitnehmen einfach. Noch nicht voll, aber fast. Also die Hälfte. So. Ich habe ganz viele Kristalle gemacht. Und... Oh, jetzt... Okay, ja. Sind auch voll. Dieses Grau sieht teilweise so ein bisschen aus, als wäre es noch leer. Und voll ist es. Ihr hattet gerade richtig viele Mangos. Beschwert euch nicht. Und ihr hattet auch voll viel. Ja, ich bringe euch später nochmal was, was nachgewachsen ist. Immer diese Schleims. Richtige Ansprüche. So. Jetzt wieder ordentlich Cash.
Und wenn wir auch noch abernten können. Die Pools. Hallo. Nein, ich wollte dich nicht aufsaugen. Komm, Costa. Danke. Irgendwie ist das wie wenn man das Gehege reinigt bei denen. Nein, Kristall nicht abhauen. So. Jetzt ist es auch wieder sauber. Jetzt war es sauber für einen kurzen Augenblick. Und. Okay, wir ignorieren mal, dass da immer noch welche am Rumhopsen sind, weil sie noch mehr Futter wollen. Jetzt gehen wir nämlich mal los und öffnen noch ein weiteres Gebiet. Beziehungsweise, wenn ich jetzt noch mehr Futter finde hier überall, dann gehe ich wahrscheinlich noch mal kurz zurück und fütter die noch mal. Die haben Kohldampf. Ihr habt immer Kohldampf. Da sind noch ein paar Früchte. Hühnchen. So. Was ist denn da oben? Ja, dann. Eine Kiste. Beere, die bringe ich auch mal kurz nach Hause. Ich kann auch mal anpflanzen irgendwo. Mal schauen, wo noch Platz ist. Oh, da ist ein Geld. Nein. Oh. Okay, ich habe zu lange gebraucht. Schade. Wir haben so viel Geld, eigentlich ist es egal. Hier sind noch schön Früchte, die ich mitnehmen kann. Aber kein Hahn. Hinten, okay. Ich habe nichts gesagt. nein, ich will nicht. Ich häng fest, okay. Nein, geht weg. Vielleicht kriege ich die Beere mal hier unten hin. Dann kann ich die nämlich wiederholen. Sonst kann ich den Hahn nicht aufnehmen und da brauchen wir einen. So. Komm her. Den nehmen wir auch noch mit gerade. Und ansonsten gibt es jetzt nichts mehr, oder? Nee. Gut, dann war es jetzt mit der Futtersuche erstmal. Fliegen wir jetzt schnell heim und dann gehen wir da unten. Nein! Du hast den nicht bekommen. Ich habe den wieder aufgesaugt. Also ja, wir gehen dann hier unten in diese Höhle rein. Und hier sind auch die Karotten schon reif. Kann ich auch mal mitnehmen. Da freuen sich nämlich die Schleimis, die Pinken, die Süßen hier. Ja, jetzt schön. Oh, ja, okay, die Früchte hätte ich eigentlich denen geben können. Ihr habt noch genug Hühner, dann bekommen die Pinken noch ein paar Hühner. Ja, alles. Und ja, ich habe keine Früchte mehr für euch, weil ich den Pinken zu viele gegeben habe. Tut mir leid. Ich kann noch ein paar mitnehmen. Und könnte die mal ein bisschen aufwerten noch. So.
Ah, und die sind auch fertig, sehr schön. Weil, wenn ich jetzt diese Gärten ein bisschen aufwerte, dann bringen die anscheinend mehr Ertrag. Und das ist ganz gut. Mit den verfressenen Schleims, die wir da haben. Karotten und... Da hinten sind noch mehr Karotten. Ja gut, Hühnchen lasse ich jetzt mal zurück. Da haben wir so viele. Das... Ach, da muss ich erst einen Teleporter freischalten, damit ich den verwenden kann. Okay. Verstanden. Ja, ihr bekommt noch mehr Karotten. Und ihr bekommt noch mehr Mangos. Seid ihr zufrieden mit der Menge an Futter? Nein, anscheinend nicht. Dann hier. Mehr habe ich aber nicht. Also, ja. Und schon wieder das also. Ich glaube, wir kommen heute nicht mehr dazu, das neue Gebiet zu eröffnen. Dann ist das halt erst in der nächsten Folge. Kümmern wir uns halt nochmal schön um die Schleimis und füttern sie gleich nochmal, wenn es wieder Tag ist. Und hier hinten natürlich noch. Ups, na egal, den können wir nachher aufsammeln. Das kann man auch schnell kaufen, wenn es gerade schon da ist. Oh. Dann geht's wieder ordentlich Cash rein. Und dann können wir gleich nochmal leeren gehen. Yay! Unsere Schleims machen so viele Kristalle. Ja, ihr seid auch komplett voll. Also fast komplett 8. Das ist schon mehr, als ich tragen kann. Bei euch? Okay, das war einer. Ihr seid... Ja, ihr habt auch schon wieder gemacht, aber nicht so viel. Das kann auch liegen bleiben. Ich denke auch, die pinken Slimes, die werde ich irgendwann mal hinten zur Fabrik hin verlegen, weil man diese pinken Kristalle halt für alles braucht, gefühlt, was man da bauen kann. Kommen dann die pinken Kristalle nicht mehr hier in den... Verkaufsplatz, sondern einfach direkt in die Fabrik. So viel Geld bringen die jetzt auch nicht. Ich möchte dann lieber die rentableren Slimes hier vorne hin. Also halt finanziell rentabler. Und die Pinken sind ja dann auch rentabel, wenn ich damit meine Maschinen baue, aber ich denke, man weiß, was ich meine. So. Ihr habt auch wieder eins gemacht. Ja, die sind halt einfach nicht satt zu kriegen. Ich dachte gerade, ich hätte den nicht aufgesammelt, den einen Kristall. Aber ich hatte ihn. Okay. So. Vielleicht das hier. Ach, das ist so die so ein. Ja, die Slampedia, die man auch hier rüber öffnen kann. Gut.
Dann ist jetzt erstmal Schlafenszeit. Ja, und ich würde sagen, das war's dann auch von der Folge hier. Und in der nächsten Folge gehen wir dann direkt ins neue Gebiet. Ich laufe extra schon mal ein Stück vor, damit mich die Slimes wieder ablenken. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.